Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu den Ranked-Kämpfen im Doppelkampfformat. Wir treten heute an mit diesem Team. Okay, weiter geht's. Es geht gegen Joe. Den guten Joe oder Joey. Und der hat Gengar Uhafnir ein Dingens. Das haben wir schon mal gesehen. Hier die Torte. Nicht Sabayone. Keine Ahnung. Dann haben wir ein Monte Carlo, ein Pescagon und ein Sneebel. Sneebel ist wahrscheinlich so Richtung Mogelhieb unterwegs und kann selbst nicht geflincht werden, glaube ich, mit Konzentrator. Ich meine, dass ich das weiß. So. Da ist jetzt natürlich die Frage, Mogelhieb hat, glaube ich, plus 3 Prio. Und der könnte jetzt irgendwas flinchen wollen. So, der hat jetzt noch Pescagon. Wird er noch Regen irgendwo spielen? Vielleicht nicht. Was man auch gerne macht, ist Sneebel, Monte Carlo, Surfer, um Monte Carlo Speed zu erhöhen. Insgesamt sehe ich, glaube ich, tatsächlich Machomai als ganz soliden Lead. Wenn Uafnir kommt, nicht so optimal, sonst ist es ganz okay. Was könnten wir noch machen? Wir könnten Rückenwind mit dem Jungen rausholen. Problem ist nur, wenn Sneebel kommt. Naja, dann ist es eine 50-50. Auf wen er Mogelhieb drückt. Dann. Ja, wen noch? Ich nehme einfach mal noch Porygon mit und Inteleon. Weiß nicht, ob das jetzt die richtigen Boys sind dafür, für den Job, aber hatte jetzt nicht mehr so viel Zeit. Hab mich sehr mit dem Lead-Matchup beschäftigt und rechne da so mit Sneebel, Monte Carlo oder Sneebel, Pescagon oder sowas vielleicht in die Richtung. Schauen wir mal. Man sollte Scanner über Schutzschild spielen, da in Doubles sehr selten Mons mit Protect und Begrenzer rumlaufen. Ah, das ist true, Frank. Das ist true. Okay, und Uafnir ist der Lead. Nicht optimal. Leider nicht optimal. Und Pescagon. So, Schnüffler, Heiß Orb und die Chiari-Bäre. Das ist übrigens auch ein Item, wo ich mir überhaupt nicht sicher war, ob ich das spielen möchte. So, Neuvern. Neuvern. Ja, der gefällt mir halt gar nicht als Lead. Bin ich ehrlich mit euch. Kurzflug da jetzt raufballern, weiß ich aber auch nicht. Ha, wir haben den Eisplitter halt, ne? Das ist gut. Aber ich weiß auch nicht, ob rauswechseln jetzt so der Play ist. Wir haben halt nicht so die Bulkimons. Orion Z, Inteleon. Am ehesten noch Inteleon, glaube ich. Probieren wir mal Machomai noch zu keepen. Und drücken Sturzflug auf Neuwand. Keine Ahnung, ob das jetzt der Play war. Eigentlich wahrscheinlich eher auf Pescagon oder so. Ich habe momentan so Zeitprobleme gerade. So, Sturzflug auf den Jungen. Dann ist er auf jeden Fall in Eisplitter-Range. Und das könnte es aber auch schon mit unserem Fiaro natürlich gewesen sein. Kimbis kommt auf Fiaro, ja. Okay. Was setzt der jetzt ein? Setzt der Dings ein? Orkan? Der ist auch schneller, ne? Pescagon ist schneller. Das heißt, Pescagon hat Walschal. Okay. Und er selbst droppt auch den Rückenwind. Hat vielleicht auf unserer Seite auch mit dem gerechnet. Haben wir allerdings nicht. So. Wenn der vor dem Ziel agiert, ist der auf jeden Fall ganz gut dabei. Ja. Kann auf jeden Fall jetzt Neuvern rausnehmen. Uafnir. Die Frage ist, was mache ich gegen... Ja, wir haben jetzt taktisch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ne? Jetzt ist Hau drauf. Von unserer Seite. Jetzt ist Hau drauf. Okay. Ja, der wird eine Menge Schaden gegen Machomai machen, aber Machomai wird einen Hit auf jeden Fall nehmen. Da bin ich mir sicher. So, wir gehen jetzt für Eissplitter gegen Neuvern und gehen hier in die Dynamax und drücken schon mal den Giga-Fokusschlag und erhöhen damit auch Crit von Inteleon und das ist ja genau das, was wir wollen. Der Rückenwind ist ein bisschen nervig. Auf jeden Fall, aber vielleicht kriegen wir Runde 1 vom Rückenwind jetzt schon mal down. Ich war jetzt seit fast einem Jahr nicht mehr krank und will jetzt auch nicht mehr damit anfangen. Tee, du musst jetzt 120% geben. Ich dachte auch vor 2 Tagen oder so, dass ich krank werde, aber hat sich wieder eingepegelt. Glücklicherweise. Deswegen, ich drücke auch dir die Däumchen, Frank. Bleibt gesund, Mann. Bleibt alle gesund da draußen. So, Eissplitter kommt. Das dürfte es hoffentlich gewesen sein. Geh mal davon aus. Ach du Scheiße.
Das ist jetzt belastend. Das ist jetzt sehr belastend. Luftschnitt. Aufmachung meine. Ja, boah, macht das viel Damage. Eieieiei. War aber auch wieder ein Crit. Fühle ich mal so gar nicht. So, Giga-Fokusschlag. Bam. Das ist sehr, sehr guter Damage. Das ist sehr, sehr guter Damage. Okay, will ich jetzt mit Inteleon eine Runde protecten? Ja, Pescagon könnte jetzt halt... Ich will eigentlich ein bisschen den Rückenwind stallen. Gehe ich jetzt für Schutzschild into Dynawall? Weil der wird jetzt eventuell mit beiden Angriffen... Ich glaube, ich will erstmal gucken, was der jetzt macht. Und wir kriegen so nochmal eine Rückenwindrunde down. Und er kann dann jetzt gleich nur eins meiner beiden Mons rausnehmen, weil ich auf Eisplitter gehen könnte. So, gucken wir mal, was der jetzt macht. Demon Biss auf, mach mal. Ja, das war anzunehmen. Und Luftschnitt auf, mach mal. Okay. Das heißt, er will mach mal unbedingt down kriegen. Das sehe ich auf jeden Fall. Das heißt, wir gehen jetzt, glaube ich, mit Eisstrahl auf Dracovish. Er geht für Kiemenbiss, ne? Er geht für Kiemenbiss. Ne, auswechseln ist eigentlich auch keine Option. Wir gehen für Eisstrahl, hoffen, dass das killt. Und gehen für Double Diner Wall. Ich werde eh sterben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich probiere den Double, die Double Diner Wall. Mal schauen, ob sie funktioniert. Oh, nice. Das ist lucky, aber er hat auch einen Crit bekommen. Er hat auch einen Crit bekommen. So, das war sehr, sehr wichtig. Kommt auch der Luftschnitt wieder auf uns. Ja, nice. Okay, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, das heißt, jetzt kommt hier der Eisschal. Bam. Inteleon, hol dir den Kill. Nice. War auch ein Crit. 50-50 Chance. Wir haben Scope-Linse plus erhöhten Crit. Präzisionsschuss killt übrigens jetzt immer. So, und Machomai müsste jetzt sogar aus seiner Dynamics rausgehen. Da haben wir den Patronhieb, um Uaf Nier rauszunehmen. Und mit Inteleon können wir mit dem Präzisionsschuss jetzt irgendwas hart unter Druck setzen. Okay, er hat Sneasel nochmal. Ja, der ist natürlich nervig. Das ist klar, aber vielleicht will er jetzt Inteleon aufhalten, dass Inteleon auf mir nicht rausnimmt. Ja, soll der irgendwas flinchen von mir? Ich gehe, glaube ich, mit beiden einfach auf Ufnir. Ja, ich glaube, ich gehe mit beiden einfach auf Ufnir. Und dann schauen wir, was passiert. Let's go. Dann stirbt auf jeden Fall der. Oh, er geht nicht für Dings. Na okay, dann kommt jetzt hier Eisplitter und Neuwan ist weg. Und der kriegt einen HSO-Patronieb ins Gesicht, Sneebel. Das nehme ich auch mit. Das nehme ich auch mit. Ich habe jetzt sehr stark mit Mogelhieb gerechnet, aber kommt hier nicht. Dann Patronieb für dich, mein Freund. Das dürfte sehr gut wehtun. Ja, killt leider nicht ganz, aber das ist okay. Durchbruch. Killt das? Nee. Inteleon lebt noch. Sehr gut. Das ist wichtig, dass Inteleon lebt. Ich meine, der könnte jetzt auch für Eisplitter gehen, aber weiß ich gar nicht. Nein, Inteleon... Der könnte dadurch sterben. So, okay, da kommt Colossal. Das gute Monte Carlo. Ich baller da einfach einen Präzisionsschuss drauf, oder? Vielleicht protect ich auch eine Runde mit Inteleon. Und gehe auf Patronhieb gegen Sneebel. Um den schon mal safe rauszunehmen. Ich glaube, das ist eher der Play. Falls er jetzt irgendwelche Spielchen machen will. Okay, und wir sehen Giga Monte Carlo, ne? Oh, das ist dann... Ja, wenn der jetzt... Ja, wenn der jetzt einen Teleon angreift, nicht so cool. Dann tatsächlich nicht so cool. Aber er kriegt zumindest mit Sneebel keinen Surfer raus, sodass da Dampfantrieb kommt oder sowas. Und vielleicht greift er eher Machomai an. Ja, wobei der eigentlich schon einen Teleon angreifen muss. Mal schauen. Inteleon geht für Schutzschild. Ich hoffe, Eisplitter auf Inteleon kommt. Komm schon. Nee. Okay, aber dann ist Sneebel down. Ja, jetzt ist halt seine Sache, wen er hier ausnockt. Aber das Ding ist, selbst wenn er Machomai, also wenn er jetzt Inteleon ausnockt, dann kann Machomai mit einem ultra krassen Nahkampf halt immer noch mega Damage machen. Und Gigaschlacke geht hier auf Machomai. Okay. Ah, ich hoffe, dass der konstante Damage nicht reicht, um beide auszunocken. Also Machomai stirbt auf jeden Fall. Come on. Oh, ein KP. Holy Macaroni. Wir haben aber auch Glück gerade. Alter! Bruder! Eieieiei! Okay, und Porygon Z haben wir auch noch. So. Okay. Okay. Ah, der könnte jetzt deiner protecten halt, ne? Der könnte jetzt deiner protecten. Naja. Das ist dann halt so.
Boah, und dann haben wir ein Problem. Dann haben wir Real Talk ein Problem. Und Talion stirbt eh, ne? Das heißt, ich gehe hier, denke ich, für Ladungsstoß für die Para. Boah, das wird nochmal... Ja, das wird nochmal sehr schwierig. Ich glaube, das verlieren wir sogar. Oh, er geht aber nicht für den Diner Protect. Vielleicht hat er keinen drauf gehabt. Ansonsten wäre es ja safe der Play gewesen. Präzisionsschuss killt. Nice! Good job, Inteleon. Hier hat mal wieder einiges funktioniert, einiges auch nicht. Aber es ist der Sieg am Ende. Auch wenn der Sieg knapp war. Hätte er Diner Protect gehabt, ich sage, es wäre vorbei gewesen. Ich sage, es ist vorbei. Wäre absolut vorbei gewesen. Ein Sieg ist das Ziel. Gegen Black Mika. Oh, Mika ist back. Oder Black. Lectragon, Primarine. Okay. Lectragon, Primarine. Grabbit. Fruyal. Oh, Fruyal gegen uns natürlich super, super strong. Mit dem Anti-Prio-Dings. Hulaosu und Fiaro. Ja, Anti-Prio-Ding ist natürlich so semi-geil. Porygon. Ich weiß gar nicht, Majestät, unterbindet das auch sowas wie Lichtschild, Rückenwind und sowas, so Statusattacken, die Prio haben? Inteleon. Ich glaube, ich würde gerne mit Porygon und Talonflame leaden. Unserem Fiaro. Inteleon sehe ich potenziell noch als sehr gut an. Machomai. Machomai gar nicht so gut. Grimmsnarl. Ich glaube... Ich werde Ulangar noch mitnehmen. Weiß nicht genau, ob ich das gut finde. Vielleicht hätte ich auch Mahomai mehr gefühlt. Habt ihr übrigens eine Idee, eine Alternatividee für Fiaros Item? Weil die Chiari-Bäre hat ja bisher nicht sonderlich viel gebracht. Aber mir fällt auch nichts ein, was ich da super sinnvoll drauf finde. Aktuell. Habt ihr eine Idee? Fällt euch irgendwas ein? So, er leadet mit den beiden. Ja, okay. Das dachte ich, ist auf jeden Fall ein solides Lead-Paar. Weil er jetzt Rückenwind rausballern kann und dann ist der schneller. Aber ich kann auch Rückenwind rausballern. Und dann dürfte ich schneller sein auf jeden Fall. Deswegen werden wir das jetzt mal machen. Ah, ich habe hier keinen Eistrahl drauf, ne? Das ist natürlich ungünstig. Aber ich glaube, ich gehe hier direkt in die G-Max oder in die Dynamax. Drück da eine Giga-Triplette rauf und hole hier den Rückenwind für uns raus. Falls er auch den Rückenwind rausholt, ne? Dann ist das so. Dann haben wir beide Rückenwind draußen und Porygon müsste schneller sein als Lectragon. Zumindest wenn er Dynamaxt. Sash. Ja, Sash habe ich überlegt, aber bisher ist auch schwierig, wenn ich zwei Moves habe, die mir Rückstoß geben, ne? Mit Flammenblitz und Sturzflug. Ich habe an sowas gedacht wie Hackattack oder hier die Holzkohle. So, um meine Angriffe, um einen meiner Angriffe noch ein bisschen zu boosten. But I don't know. Könnte vielleicht auch einfach Just for Fun Kingstein spielen. Und die 10% Chance mitnehmen. Aber ja. So, wir Dynamaxen auf jeden Fall als erstes. Mal sehen, ob er mit Lectragon auch Dynamaxen wird. Das wird sich gleich herausstellen. Mal sehen. Geht er für die Dynamax? Er geht nicht für die Dynamax. Und er geht auf Schutzschild mit Fiaro. Ja, na, das fühle ich ja mal anders. Und nicht kein Dynamax mit Lectragon. Ey, wenn er jetzt keinen Fokusgurt hat, dann wird er einfach weggeböllert, oder? Oder? Der wird einfach weggeböllert. Und Fiaro ist jetzt auf minus 1. So. Das ist schon mal nice. Der hat zwar immer noch Prio. Safety Goggles. Ja, habe ich auch gesehen, dass es hin und wieder gespielt wird. Aber habe ich bisher auch noch nie gebraucht. Noch nie. So, deswegen vielleicht in höheren Tiers. Aber aktuell, finde ich, macht das nicht so viel Sinn. Hackattack ist immer nice. 20% extra Damage mit einer potenziellen Prio ist immer nice. Zumal Fiaro nicht gerade den besten Angriff hat, ja. Ja, deswegen, das war so meine Überlegung, dass das vielleicht ganz gut sein könnte. Jo, wir können jetzt für Deiner Gewitter einfach gehen auf Fiaro, denke ich, oder? Also klar, Primarine wäre auch nice. Aber Fiaro ist halt noch nervig.
Und der hat gerade protected, während Primarine eben noch nicht protected hat. Ich glaube, ich würde mir Fiyaro sogar nochmal aufheben wollen. Das ist nur die Frage, ne? Da kommt jetzt potenziell ein Wassermove. Warte mal. Ich habe den Rückenwind draußen. Primarine steht da. Ja, ich habe nicht so viel gegen Primarine mit. Vielleicht sollte ich Primarine sogar fokussen. Maybe sollte ich sogar fokussen, ja. Ja, ich glaube, ich greife einfach mit Sturzflug und Dings Primarine jetzt an. Sollte passen. Wenn er protected, dann protected er. Er Dynamaxed. Wahrscheinlich Primarine dann, oder? Primarine ist sehr, sehr gefährlich für unser Team, weil wir da sehr, sehr wenig mit gegen dabei haben, gerade bei den vier Mons. Von daher will ich da jetzt eigentlich möglichst schnell, möglichst viel Damage draufkriegen. Yaro weg zu Burland, klar, wäre auch nice, aber ich glaube, es könnte schon die richtige Entscheidung sein. Okay, es ist die falsche Entscheidung. I see. I see. Ja, jetzt ist natürlich schon die Überlegung, Fiyaro irgendwie noch zu behalten. So, er geht jetzt auch für Rückenwind. Das macht aber erstmal grundlegend keinen Unterschied. Eigentlich nicht. So will ich. Ist deiner Gewitter überhaupt stärker? Weil wir bekommen ja auch. Deiner Gewitter ist, glaube ich, gar nicht stärker, oder? 130, 130. Warte mal, wir bekommen ja Anpassungsboost. Und wir droppen den Gegner im Speed. Ich glaube, von daher gehe ich hier für den Normalmove jetzt sogar nochmal. Und für. Kurzflug oder gehe ich mit Fiyaro nochmal raus? Glaube, ich gehe mit Fiyaro sogar nochmal raus in Inteleon. Kommt jetzt potenziell ein Wassermove halt, ne? So ein Sturzflug wird halt nicht viel machen und so eine Prio noch zu behalten, glaube ich, nicht unwichtig. Warte mal, was hat er noch? Also Gravit. Geh auf Sturzflug, denke ich. Ach, scheiße. Ich glaube, ich bin auf Fiyaro jetzt gegangen. Das war nicht meine Absicht. Oh, er geht nochmal auf Rückenwind. Sehr interessant. Also, er scheinbar auch gemisplayed. Na gut. Den Schutzflug wollte ich eigentlich auf Primarine. Ich habe mir wieder zu viel Zeit gelassen. Aber der ist jetzt zumindest auch in einer sehr, sehr guten Range. Nehme ich. So, deiner Angriff kommt. Lup. Warum war er überhaupt schneller mit Rückenwind gerade? Der ist doch auf minus 1. Und wir haben beide Prio, oder nicht? Na, okay. I don't know. So, was macht Primarine? Geht auf deiner Zauber gegen Fatal Flame. Warte mal. Ach, wir haben Rückenwind gedroppt. Ach so. Jetzt verstehe ich's. Ja, unser Sturzflug ist nicht mehr durchgekommen, obwohl wir den noch gedrückt haben. Okay, I see. Na gut, das ist nicht so wild. Ist okay. So, wir können jetzt mit Inteleon reinkommen und Inteleon, ja, der hat zwar jetzt keine Prio. Inteleon. Oder Grimmsnarl. Ich gehe, glaube ich, auf Grimmsnarl. Tatsächlich. Was ein bisschen risky eventuell ist. Fällt mir gerade so auf gegen Primarine. Aber hey, wir schauen einfach mal. Warte mal, ich könnte ja jetzt tricken auf Primarine. Aber wenn Primarine jetzt wieder protected. Hat Primarine irgendeinen Grund jetzt zu protecten? Eigentlich nicht, ne? Oder wie sieht's mit dem Rückenwind aus? Haben wir den gerade noch draußen? Wir haben den noch draußen. Er hat den nicht draußen, ne? Okay, es macht sogar Sinn, mit Primarine zu protecten. Das heißt, was ist jetzt unser Play? Ladungsstoß trifft alles, ne? Dann gehe ich für Triplette. Gehe ich gegen Primarine? Ist jetzt halt die Frage. Ich glaube, ja. Und ich glaube, ich gehe hier für Mogelhieb. Damit Fiyaro auf jeden Fall keinen Angriff erstmal rausbekommt. Wenn ich geburnt werde, ist nicht so schlimm. Okay, werde ich nicht. Und er geht nicht raus tatsächlich. Dann könnte das eventuell das Ende von Porygon bedeuten. Vielleicht geht er aber auch auf Wolangar. Ne, er geht auf Porygon, okay. Dann war es das leider für Porygon. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Aber es sollte grundsätzlich okay sein. Weil Inteleon noch ganz nice jetzt ist. So. Okay, das Problem ist, er hat den Rückenwind gerade noch draußen, ne? Er hat gerade noch den Rückenwind draußen. Aber er ist nicht mehr in der Dynamax. Killt er jetzt potenziell einen Eissplitter schon? Maybe ja. Okay.
Okay, Fiaro könnte ich auch rausnehmen mit einem Präzisionsschuss. Ist Primarin... Ja, im Rückenwind ist Primarin schneller als ich. Wobei Primarin ist, glaube ich, auf minus 1 gerade, oder? Ja, minus 1. Könnte ich mit Inteleon schneller sein? Ich glaube, ich probiere es. Und gehe hier für einen Reflektor. Ich hoffe, ich bin schneller. Ansonsten war es jetzt ein Missplay. Oh, er geht raus sogar. Okay, worauf geht er? Urshifu. Na gut, dann kriegen wir da einen Präzisionsschuss raus. Ist in Ordnung, denke ich. Weil Primarin kann ja jetzt auf jeden Fall dann danach nicht mehr outspeeden. Es sei denn, er kriegt jetzt gleich den Rückenwind nochmal raus. So, Sturzflug kommt. Ist halt halbierter Damage. Auf Inteleon. Ist er jetzt schneller gewesen wieder als Inteleon? Ah ja, genau, weil der Rückenwind noch draußen ist, ja. Das macht natürlich Sinn. So, und Urshifu bekommt super viel Damage. Da ist der Crit. Da ist der Crit, den wir alle wollten. Und den wir alle brauchten. Okay, das Problem ist jetzt folgendes. Inteleon muss zu viele Mons rausnehmen. Das ist das Ding. Inteleon muss jetzt quasi alle Kills holen. Und Olangar kann den nicht wirklich beschützen. Weil wenn ich jetzt für Präzisionsschuss beispielsweise auf Fiaro gehe, dann kann Urshifu etwas gegen mich machen. Ja, scheiß drauf. Ich muss es ja machen, oder? Ich nehme jetzt Fiaro raus, damit der Rückenwind nicht nochmal rauskommt. Und hole Lichtschild raus. Ja, I don't know. Ich denke, wir werden leider Gottes verlieren, weil unser Dings keinen Angriffsmove hat. Außer Mogelhieb. Naja, das könnte schwierig sein. Mal schauen. Er ist leider auch mit keinem auf Protect gegangen. Das wäre ja auch noch eine Hoffnung gewesen. Finstertreffer. Ja, oh, hundertprozentig dann auf... Auf Grimmsnarl? Warum? Hä? What? Why? Missklick? Weil der wird ja vierfach resistet. Okay. Das ändert immer noch nichts. Leider. Ich meine, ich muss jetzt auf jeden Fall Urshifu killen. Muss ich machen. Ich kann jetzt Primarin noch das Item wegnehmen. Falls es irgendwas Damage Boostendes ist, damit Inteleon irgendwie überleben kann. Das ist das Einzige, was ich gerade tun kann. Oh shit. Das ist natürlich eine Situation, wie ich sie eigentlich nicht haben will. Ich darf mir Olan gar nicht bis zum Ende aufheben. Ich muss den mit dem leaden, glaube ich. Weil wenn der als eines der letzten zwei Pokémon übrig bleibt, ist das fast so, als hätte ich keins. Außer, dass ich ein bisschen Support geben kann, aber bei den dünnen Pokémon schwierig. So, Eissplitter, weg mit dem Jungen, falls der auf Tiefschlag gegangen ist. Boah, stell dir vor, jetzt wäre Psychofeld draußen gewesen, dann hätte ich mega reingeschissen. So, jetzt tricken wir einmal. Der bekommt den Fluchtknopf, das mattert natürlich nicht, aber wir kriegen Altspray. Okay, und er geht für Energieball, ja, das wird, denke ich, auch mit Lichtschild killen. Ja, und damit haben wir leider verloren. Leider Gottes. Ich glaube, da gibt es keine Möglichkeit mehr. Wenn wir noch Dynamax hätten, könnten wir Dynamax Mogelhieb einsetzen. Aber so haben wir leider verloren. Scheiße. Vielleicht hat er einen Ally Switch predicted. Ja, maybe. Wenn Ulangar das kann, ja. Nachvollziehbar, ja. Ja, er kennt alle unsere Moves. Von daher kann ich hier aufgeben, leider. Wüsste nicht, wie der sich noch irgendwie Schaden machen kann oder so. Ne. Leider nicht, leider nicht, leider nicht. Von daher können wir das hier beenden. Sad, man, sad.